Hallo Lieben und ganz herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Es ist jetzt über 6,5 Monate fast her, dass ich mich hier auf meinem Kanal habe blicken lassen. Es sind allerdings viele, viele Dinge in meinem Leben passiert, worüber ich euch ganz kurz mal ein bisschen Meldung geben möchte. Ich möchte euch auch jedes Wochenende an einem Sonntag gerne wieder uploaden. Am Anfang werde ich so ein bisschen Storytime machen, also praktisch Geburtsberichte und auch meinen Sohn zeigen. Also wie gesagt, mein Mann hat gesagt, dass das kein Problem wäre. Wir haben kein Geheimnis und es ist ja auch nichts Schlimmes. Und unser Kleiner, wenn man auf der Straße ihn sieht, dann ist es ja auch nichts Schlimmes. Wie gesagt, ich habe da sehr sensibel rangegangen, habe mit meinem Mann darüber gesprochen. Er hätte gar nichts damit, gar kein Problem damit. Und deswegen denke ich mal, werde ich den Kleinen auch gerne euch mal zeigen. Wyatt Elijah ist letztes Jahr am 27.12. zur Welt gekommen, um 2.42 Uhr, auf natürlichem Weg. Ich habe am 24.12. eigentlich Due Day gehabt, also praktisch Entbindungstermin, aber das hat nicht geklappt. Ich war dann beim Krankenhaus, sie haben halt gemeint, dass ich zu wenig Fruchtwasser habe und bin dann praktisch am nächsten Tag zur Einleitung gegangen. Sie wollten halt nicht zu ewig warten und ich bin dann halt stationär aufgenommen worden. Und ja, nach zwei Zytotec-Tabletten, also ich werde auch ein separates Video über meine Einleitung mal drehen, weil ich habe jetzt öfters mal gehört, diese Zytotec-Tabletten sind unglaublich verrufen und man möchte das gar nicht mehr. Also es sind ja Magentabletten aus den USA praktisch, wo man hier unterschreiben muss, dass man die praktisch nimmt, um praktisch Wehentätigkeit auszulösen. Die sind allerdings schon heftig, weil ihr kriegt praktisch sowas wie Magenkrämpfe. Stellt euch vor, wie so Laxoberaltropfen, wenn ihr praktisch Kaka machen wollt. Genau, und so ähnlich ist es praktisch dann auch, wenn ihr die Zytotec-Tabletten und so, und ihr kriegt dort echt die hammersten Wehenstürme des Todes. Also ich habe innerhalb von 6 Stunden war unser Kleiner da, nachdem es mir echt eine ganze Ecke beschissen ging. Ja, es war echt nicht mehr zum Aushalten. Es war trotzdem ein unfassbarer Moment. Leute, wenn ich euch mein Glück nur beschreiben könnte in ein paar Worten, ich bin total überwältigt bis heute. Ich bin eine vollgestillte Mutter, also vollstillende Mutter, das heißt, ich darf jetzt heulen, ja. Es ist ein unglaubliches Erlebnis gewesen, dieses Kind ein Leben, also ein Leben zu schenken. Und ich wünsche das jedem da draußen. Leute, kriegt Kinder, das macht süchtig, das ist echt krass. Also ich wollte auch nie mehr wie nur ein Kind. Ich habe jetzt meinem Mann gesagt, dass ich gerne ein zweites hätte, gerne. Also er hat jetzt auch nicht Nein gesagt. Wir haben jetzt einfach gesagt, wir lassen es mal auf uns zukommen. Wir werden die nächsten 2 Jahre also erstmal gar nichts machen. Wir möchten jetzt erstmal arbeiten wieder. Auch wieder Geld verdienen, das ist auch sehr wichtig. Elterngeld habe ich jetzt gar nicht mal so schlecht bekommen, aber es ist halt schon mal echt mal die Hälfte von eurem Lohn, Leute, und das ist halt echt krass. Trotzdem muss ich sagen, hat sich der Lifestyle so verändert. Ich muss auch echt sagen, ich habe seit dem Geburtstag meines Sohnes nichts mehr groß gekauft. Also ich bin mit meiner Freundin, mit der Tammy und so öfters mal online und wir gucken so, ja, sie kauft sich ab und zu mal, ja, aber ich weiß nicht, ich bin da halt so, wir waren auch, gehen auch öfters mal zusammen nach Sephora. Sie ist halt auch öfters hier in Stuttgart. Sie selber wohnt Richtung Heilbronn. Also wir treffen uns am Parkisch hier. Und ich muss halt echt sagen, also ich habe jetzt dieses Interesse verloren, aber ich bin halt so, wisst ihr, wenn ich was kaufe, muss ich die Zeit haben, es auch zu benutzen. Und was ich mir jetzt gekauft habe, war die New Neutrals von Too Faced. Die war wunderschön. Dann habe ich, glaube ich, noch so ein paar Paletten von Juvia's Place gekauft. Ansonsten muss ich sagen, es ist echt sehr harmlos gerade. Also ich benutze gerade wenig Pinsel, also gerade nichts Besonderes. Sehr viel dasselbe. Ich habe jetzt zum Beispiel bei Sephora die Ulla Hendrickson Pflegeserie benutzt. Muss ich sagen, der Hammer, sage ich euch, kann ich euch nur empfehlen. Da habe ich jetzt die Banana Eye Cream, die Sea Rush Brightening Cream. Da habe ich jetzt so dieses Probierset mal ausprobiert. Das ist richtig, richtig geil. Ich habe jetzt praktisch, das ist so tatsächlich mein Tages-Make-up, was ich halt schaffe als Mama. Weil ich möchte halt morgen schon einigermaßen vorzeigbar so aussehen. Und ich habe die Maybelline Fit Me Foundation wieder für mich entdeckt, weil die hat im Sommer bei mir am besten hebt. Die ist einfach Bombe. Die hebt super und da ist auch echt nichts dagegen zu sagen. Das letzte halbe Jahr, ja, außer dass ich halt jetzt packe, struggle als Mama und halt dauernd irgendwelche Milchflecken habe, weil ich auslaufe, weil mein Sohn seit neuerdings durchschläft, hammerhart, habe ich auch gesundheitlich große Probleme gehabt nach der Geburt, also nicht, also im vaginalen Bereich, klar, ihr habt Risse, ihr habt Verletzungen und so, die verheilen nach 2-3 Monaten, das ist in Ordnung, da müsst ihr halt bei allen Dingen sehr viel aufpassen, aber jetzt gerade zum Beispiel, ich habe halt das Problem gehabt, dass ich leider im Lendenwirbelbereich einen Bandscheibenvorfall erlitten habe. Das heißt, also nicht durch die PDA oder so, weil ich habe ja zum Schluss noch eine gekriegt, etwa 2 Stunden vor Geburt, weil
ich diese Wehen nicht ausgehalten habe. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt volles Mädchen bin oder so, aber das ist halt schon. Jeder, der da draußen Kinder hat, natürlich einen Weg bekommt. Ey Leute, Chapeau, ich bin fix und fertig gewesen. Also man hat mir das auch unnormal angesehen. Ich habe Bilder, Leute. Oh Gott, das ist Katastrophe. Ich zeige euch auf jeden Fall auch Bilder direkt nach der Geburt. Leute, ich sah aus wie hingekackt und hingeschissen, aber ich war noch nie glücklich in meinem Leben. Wie gesagt, ich habe euch ja auch das letzte Jahr auch viel erzählt, wie meine Schwangerschaft so war, auch während der Hauls und so, die ich hochgeladen habe. Sie war sehr schwierig. Ich habe wirklich bis zum letzten Tag gekotzt. Also es war ganz übel. Ich hatte auch zum Schluss also einen recht vorzeigbaren Ranzen. Also ich hatte schon echt Bauch. Ich muss aber auch sagen, jetzt zum Body-Update nach 6 Monaten. Ich habe jetzt, glaube ich, noch 1 Kilo mehr wie vorher. Ich habe Dehnungsstreifen überall auf dem ganzen Bauch. Ich bin zum Schluss leider sehr stark gerissen. Also es ging halt gar nicht anders. Sie sind aber mittlerweile schon aufgebleicht. Also sind schon heller geworden. Aber trotzdem, Leute, was soll ich euch sagen? Das ist halt, ich habe einfach ein sehr schlechtes Bindegewebe. Meine Mutter hatte das auch schon. Und deswegen, so sieht es halt einfach aus. Ich habe auch unten zum Beispiel noch so. Ja, also wie so ein Hautlatz, das ist einfach so, ihr habt halt praktisch, mein Kind lag jetzt sehr weit unten zum Schluss und das hast du einfach auch gemerkt, dass das Gewebe halt sehr stark nach unten ist. Also ich trage zum Beispiel auch Kompressionsunterwäsche oder so, aber das ist jetzt einfach etwas, ja, das ist bei jeder Frau anders. Also ich sag mal so, also im Gesicht, wie ihr seht, ich habe jetzt keine schlechte Haut, da ist jetzt auch kein Filter oder so auf diesem Handy, aber es ist halt einfach gerade sehr, sehr schwierig, also überhaupt Zeit für sich zu finden. Mir hängt, also es ist ganz schlimm, ist gerade Haarausfall. Also ich stille ja voll. Also ich stille ihn voll. Das klappt auch mega gut. Also ich liebe das Stillen. Also ich werde auch stillen, solange ich kann. Also ich werde zum 1.2. wieder anfangen zu arbeiten. Ich werde aber von der Nachtschicht komplett in den Tagschicht gehen, weil das dann mit der Kita, die zum 1.3. beginnt und so einfach besser zu koordinieren ist. Weil wie gesagt, morgens, mein Mann, alle 2 Wochen, wenn mein Mann halt praktisch Spätschicht hätte und ich habe dann Frühschicht, würde mein Mann praktisch den Kleinen in die Kita bringen und danach hätte er sozusagen seine Freizeit morgens für sich. Und wenn ich dann praktisch Spätschicht arbeite und dann morgens habe, ist das Gleiche dann für mich sozusagen auch. Also immer wenn einer von uns Spätschicht hat, haben wir morgens praktisch den Kleinen in der Kita. Das geht aber erst etwa, denke ich, auf dem 1. April richtig, wenn die Eingewöhnung abgeschlossen ist. Ich habe leider die Corona-Zeit natürlich als nicht sehr toll empfunden. Ich habe volle Lotte in meiner Elternzeit in der Corona-Zeit. Immer noch ist sie aktuell. Leute, seid nicht nachlässig. Bitte desinfiziert eure Finger, wascht sie euch. Fasst auch nichts zu Hause so an, wenn ihr unterwegs gewesen seid. Zum Beispiel, ich fasse Wyatt noch nicht mal mehr ins Gesicht, wenn wir unterwegs sind. Außer er braucht mich halt, dann küsse ich ihn halt oder so. Er findet das ganz furchtbar, wenn ich die Maske auf habe und er in meiner Trage ist und ich ihn praktisch so angucke. Der denkt, dass ich auch so, dein Ernst? Also der ist schon total verstört, dass ich halt ab und zu die Maske runternehmen muss und praktisch ihn ansprechen muss, weil er sonst einfach total nervös wird. Ansonsten, ich muss sagen, die letzten 6 Monate war wie ein Rollercoaster-Ride. Das war unglaublich. Also wir haben uns super kennengelernt. Er hat 6 Wochen bei uns im Bett geschlafen. Also ich habe mein Baby gar nicht weggegeben, weil er so süß war. Und er hat relativ viele Probleme gehabt beim Einschlafen. Also ich habe zwischen 2 und 4 Stunden gebraucht, ihn einzuschläfern mit Stillen und mit Kuscheln und so. Das war ganz schwierig. So ab 0 Uhr hat er dann meistens geschlafen, so bis um 3, halb 4. Und dann nochmal stillen und dann ging er aber relativ schnell wieder in den Schlaf rein. Muss jetzt sagen, dass ich ein unglaublich liebes Kind habe. Er ist jetzt seit etwa, jetzt ist die 2. Woche, wo er durchschläft. Also er wird abends gestillt und bekommt seine Abendmahlzeit. Es ist aber ganz abhängig vom Tag. Also zum Beispiel wir waren jetzt zum Beispiel jetzt gestern, weil ihr das Video heute seht, am Sonntag, waren wir bei der Tante von meinem Mann. Waren wir auch 4, 5 Stunden zu Hause und waren halt zusammen chillen und so. Wir haben uns auch ganz lange nicht gesehen. Wir haben uns das erste Mal gesehen, das letzte Mal, als wir den Kleinen zur Welt gebracht haben. Am 8., 8., nee, am 29. genau kamen sie in die Klinik. Das war das erste und das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben. Dann wollten wir uns verabreden nach ein paar Wochen. Also ich wollte jetzt mich erstmal so ein bisschen zu Hause einfinden und schauen, okay, wann hat er Schlafenszeiten und so. Ja, und dann schaut mal, das ist voll krass, das ist voll das abgebrochene Haar, ist voll ätzend, gell? Oh, echt. Und da wollten wir uns halt kennenlernen, erstmal, dass der Kleine und ich so einen Rhythmus finden. Und ich habe, muss ich echt sagen, sehr instinktiv gehandelt. Ich habe dann praktisch wirklich nur gestillt, nicht nach Muster oder so. Ich hatte einen Geburtsvorbereitungskurs besucht, wo ich meine Alicia kennengelernt habe. Das ist meine Hebamme. Die würde mich bei auch einem zweiten Kind sehr gerne be also begleiten, weil die ist unheimlich süß. Die wohnt gar nicht weit weg von mir. Ja, Monsterchen und ich, also. Wyatt wird hier Monsterchen genannt, weil ich Maleficent so toll finde. Ich sagte immer zu ihr Aurora Monsterchen. Ich finde das so passend, so, so süß. Also Monsterchen auf jeden Fall ist,
ein sehr liebevolles, total unglaublich charmantes Baby. Also ich bin echt gesegnet mit einem absoluten Prince Charming, sage ich euch. Er sieht sehr stark nach seinem Dad aus. Also ich werde euch hier ein paar Bilder einblenden von dem Kleinen. Ihr werdet ihn nochmal live sehen. Also es ist auch erlaubt. Ich habe mit meinem Mann darüber gesprochen. Als für ihn ist es gar kein Problem, wenn er hier immer auf meinem Kanal immer ab und zu mal auftaucht. Und auch seine Nursery, also praktisch sein Zimmer, wo er halt lebt, hatte er mit 4 Monaten schon bezogen. Also ich habe relativ früh schon das Bedürfnis gehabt hier aus meinem Zimmer, weil ich wollte zum Beispiel mal wieder Fernsehen gucken. Ich wollte halt nicht immer nur leise sein im selben Zimmer. Das würde ich jetzt bei einem Baby also immer wieder so machen. Aber durch meinen Bandscheibenvorfall, den ich erlitten habe durch die Geburt, habe ich halt ganz arg starke Schmerzen im Ischias gehabt. Ich habe jetzt nur einen mikroinvasiven Eingriff machen lassen. Also ich habe eine OP in der Wirbelsäule gehabt, wo ich auch eine Art Korsett tragen muss. Bei schweren, also bei Hausarbeiten, wenn ich jetzt putze, aufräume und Wäsche aufräume, sage ich euch ehrlich, trage ich das Korsett jeden Tag, weil es einfach nicht anders geht. Und momentan bin ich sehr dankbar dafür. Es hat alles gut geklappt und es ist auch sehr, sehr zu empfehlen. Also ich würde es bei einem zweiten Kind, glaube ich, nicht mehr so lange aushalten, weil ich weiß, dass es einfach sehr schnell viel, viel besser wird. Ich habe so ein paar tolle Videoideen, wie zum Beispiel so ein Mama-Make-up, also so ein Make-up, was ich jetzt trage, also auf was ich da halt Wert lege. Meine Skincare hat sich verändert, weil ich sehr, sehr stark auf meine Haut gerade einfach achte. Dann möchte ich gerne dasselbe für meinen Sohn, also praktisch, was benutze ich für den Kleinen und was hat sich für mich bewährt. Dann möchte ich dasselbe mit den ganzen Essentials machen. Was habe ich zum Beispiel für ihn praktisch gekauft? Was hat sich gelohnt? Was hat sich gar nicht gelohnt? Wie gesagt, ich möchte euch ihn einfach näher kennenlernen, kennenlernen lassen. Ich möchte euch auch wieder Make-up-mäßig total überraschen, aber dadurch, dass ich halt praktisch einfach momentan weder finanziell noch einfach die Lust dazu habe, so enorm viel Geld am Warenhaus, sehr, sehr viel weniger. Was natürlich bei mir jetzt mehr kommen wird, sind DM-Hauls. Das würde ich euch auch gerne, gerne mitnehmen. Aufgrund der Bandscheibenproblematik bestelle ich immer online. Das heißt, ich zeige euch dann, was für Gläschen ich kaufe, Pampers und so. Also Pampers zum Beispiel, da benutzt er alle möglichen Sorten. Also ich habe, glaube ich, 5 Sorten, die er gleich parallel benutzt, weil ich halt einfach der Meinung war, dass wenn ich ihm nur eine Sorte gebe, dass er vielleicht allergisch auf Dill reagieren könnte. Also versuche ich gleich ganz verschiedene ihm anzubieten. Er hat überhaupt keine Probleme mit der Haut. Das hat er eigentlich auch von mir. Ich habe eigentlich auch nicht irgendwie was Schlimmes oder so, außer so stark parfümierte Creme. Das war ein Problem. Also bei Veleda-Produkten hat er ganz, ganz schlimm Ausschlag bekommen. Das habe ich meiner einer sehr engen Freundin von mir mitgegeben für ihre neue Nichte. Also neue Nichte. Die Nichte wird jetzt geboren gegen Ende des Monats. Und ja, also wie gesagt, es gab da so ein paar Sachen, so Essentials. Ich habe auch tolle Babyapotheker-Tipps für euch und so. Und ich habe halt mir da so ein paar überlegt. Und wie gesagt, Make-up würde ich sehr gerne wieder mit euch drehen. Aber immer in Kombination mit einem Live-Update und irgendwelchen Erzählungen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass, egal auch wenn es ein kurzes Video war, für meine Verhältnisse, dass ihr einfach versteht, dass ich praktisch nicht aus irgendwelchen dummen Gründen weggeblieben bin, sondern einfach weil Family first. Also in der Corona-Zeit, Leute, ist es nicht einfach gewesen. Ich konnte durch meinen Bandscheibenvorfall kaum sitzen, kaum stehen, kaum gar nichts. Es war mir überhaupt nicht möglich. Also ich habe ganz, ganz schlimme Schmerzen gehabt. Teilweise 2 Ibuprofen 600 am Tag genommen, was Leute für Zahnschmerzen nehmen. Und es hat gar nichts geholfen. Also es war trotzdem schmerzhaft des Todes. Und Freunde, die mich kennen, wissen, dass es keine Show war, dass ich halt wirklich Schmerzen hatte und dass ich halt echt teilweise nicht wusste, wo oben und unten ist. Dann, was ich auch gerne machen würde, ist, ich würde euch gerne Nähvideos mal hochladen. Und zwar, ich nähe für meinen Kleinen. Also ich fliege mal hier so ein paar Bilder ein. Und ich habe jetzt mir einige Fähigkeiten angeeignet, wie man Hosen, kurze Hosen macht, wo ich die Schnittmuster her habe und so. Auch Sachen ohne Schnittmuster. Und wenn ihr da Interesse habt, sagt mir gerne mal Bescheid, weil das ist nämlich mega, mega cool, wenn man so Sachen selber macht. Weil ich sage euch ehrlich, als das Corona angefangen hat, gab es ja überhaupt keinen einzigen Laden. Nur online konntet ihr bestellen. Und dann war das Zeug so krass ausverkauft, dass ihr nicht einmal mehr eine Newborn kurze Hose gekriegt habt. Und da hat meine beste Freundin halt, die hat näht ja schon ewig, hat sie mir, ich gucke nebenher auf den Kleinen, der schläft gerade, ist voll süß. Ich hoffe, dass ihr den sehen könnt, den kleinen Maus. Da. Ich hoffe, das ist hier. Ja, da. Das kleine Händchen. Ja, ich habe, also ich habe, der Kleine schläft ja etwa 4 Meter praktisch in die Richtung von meinem Schlafzimmer weg. Und wir haben immer das Babyfon auf 6, Lautstärke 6 gestellt, damit praktisch, wenn er weint oder so, dass ich halt sofort komme, weil ich mag gar nicht Kinder schreien lassen. Ich weiß gar nicht, wie das jemand kann. Ich freck fast den Dreieck, wenn ich sehe, dass mein Sohn heult und ich weiß gar nicht, was ich ihm tun soll.
Wie gesagt, ich habe da so ein paar Ideen. Ich will so ein bisschen mischen zwischen Make-up. Ich werde euch auch einen Haul zeigen, den ich die letzten 6 Monate angeschafft habe. Ja? Also welche Produkte ich vor allen Dingen gefunden habe. Weil Rossmann hat ja jetzt auch so eine neue Revolution täglich, auch richtig geil. Und wie gesagt, ich bin wieder da, Leute. Ich versuche wenigstens jeden Sonntag oder alle 2 Sonntage hochzuladen. Ich kann es halt absolut nicht sagen. Mein Sohn kriegt gerade Zähne. Ich bin trotzdem dieselbe, nur glücklicher und 1 Kilo schwerer wie vorher. Ich habe jetzt halt 199,9 Kilo gehabt, als ich angefangen habe mit der Schwangerschaft und knapp 113, als ich sie beendet habe. Also ihr müsst mich jetzt von der Figur her vorstellen. Also ich zeige euch mal so ganz normal. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt übermäßig breit bin oder so. Aber das ist jetzt nicht. Aber einfach, ich habe jetzt meistens so ziemliche Flattermann-Oberteile an, weil ich halt auch voll stille. Er isst schon Brei und nagt auch schon Brezel und kriegt schon Hirsekringel. Also er ist schon sehr fleißig am Essen. Und solche Pancakes habe ich ihm neulich gemacht. Die fand er auch geil mit so Haferflocken und Banane. Die fand er mega. Und das gibt es morgen auch zum Frühstück, morgens Sonntagsfrühstück, da gibt es halt so Leckereien und das ist einfach toll, ihn zu sehen, wie er sich entwickelt und so, ist unglaublich, Leute, er kriegt Kinder, kriegt 200 Kinder, das ist einfach nur mega. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ihr einfach versteht, dass mein Leben sich einfach so stark verändert hat, dass ich einfach nicht so sein kann. Gerne folgt mir auf Instagram unter JennyWoodArts YouTube, da poste ich in ganz, ganz regelmäßigen Abständen in der Story ein bisschen was über mich, über den Kleinen und vor allen Dingen auch nächst die neuen Videoideen will ich halt demnächst auch da mal praktisch reintaggen, dass ihr sehen könnt, okay, was habt ihr los, sowas nicht? Oh, Leute, und chronischer Schlafmangel, das ist auch so eine Sache. Das ist der Witz, ist ja, dass es ja nicht mal an dem Kleinen lag, dass ich so wenig geschlafen habe die letzten Monate, sondern tatsächlich an meinem Ischias, weil ich einfach nicht gut liegen konnte, weil ich immer diese unglaublichen brennenden, ausstrahlenden Schmerzen hatte. Ich war ja dann 4 Monate in Physiotherapie, bis ich mich dann für diesen Eingriff entschieden habe. Und bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Klar, ich habe jetzt den ganzen Tag rumgewurschtelt, da tut mir auch der Arsch weh, so ist es nicht. Und wie gesagt, bleibt dabei, bleibt gesund, Leute, und wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder.